Moin Leute und willkommen bei Nagel simuliert. Wir stehen hier mit dem Christoph 30 am Luftrettungszentrum Wolfenbüttel. Die Bemalung stimmt zwar nicht ganz, aber ich habe zumindest eine einigermaßen annehmbare Freeware-Szenerie. Gibt es auch auf explain.org. Ja, und ich schmeiße die Gurke mal an. Ich habe hier jetzt einfach drei Tasten für ganz einfache Engine Start und Engine Stop. Und Rotorbremse. Mehr habe ich noch nicht konfiguriert. Ich weiß nicht, ob man was machen kann. Ob man es realistischer hinkriegt. Aber es reicht mir eigentlich so. Kurz den Track zentrieren. Ich hätte mir gedacht, wir haben einen kleinen Einsatz in Braunschweig am Flughafen. Braunschweig, meine Homebase. Hier sind jetzt mehrere Freeware-Sachen am werkeln. Ich habe einmal von Günter Kremp von explain.org die Szenerie für Braunschweig mit ein paar schicken Gebäuden. Die meisten kommen wohl aus der Google Play der Google Earth Library, also die frei zugänglichen. Und da ist unter anderem Galeria Kaufhof dabei oder der NordLB Tower. Und was fehlt, ist leider das Schloss. Dann habe ich von Sim Heaven die Szenerie für Mitteleuropa, die also nach OSM, OpenStreetMap Daten, die Häuser platziert und nicht nach Auto gehen. Für den Braunschweiger Flughafen habe ich eine Freeware-Szenerie von explain.org. Ja, und dann noch das Luftfahrtszentrum Wolfenbüttel auch von explain.org. Ansonsten findet man, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade nochmal ein explain-Video mache mit dem Christoph Rettungshubschrauber, sehr viel bei rotorsim.de. Da sind sehr viele Krankenhäuser und LRZ, also Luftrettungszentren, Szenerien und auch Missionen zusammengefasst in der Rescue Library X. Die gibt es auch auf explain.org, aber die ist ein bisschen schwer zu finden, finde ich. Zumindest mit der Suche von explain.org kommt man da nicht besonders weit. Am besten man sucht mit Google und dann über Site explain.org und dann findet man es besser, als wenn man es mit der explain.org-Suche selber macht. So, jetzt sind wir schon über den Süden von Braunschweig hier. Kreuz Süd. Da hinten der Güterbahnhof und hier der Hauptbahnhof. Mit dem Busbahnhof. Willy Brandt-Platz. Berliner Straße kann man alles gut erkennen, auch das Toblerone-Building, obwohl es mir ein bisschen klein vorkommt. Da sieht man Galeria Kaufhof von hinten und das Schloss, wie man sieht, ist leider nur von Umrissen her ungefähr drin, aber eben nicht richtig. Der lange Schornstein vom Heizkraftwerk.
Ring. Ein bisschen weiter nach Osten fliegen, Richtung Flughafen. Der Helikopter übrigens, der Eurocopter 145, ist auch Freeware, auch bei xpen.org zu finden. In der Version 3.1 von der Luftrettungscommunity. Die haben auch eine Facebook-Seite und eine Jimbo-Seite oder irgendwas. Ich wollte mich da eigentlich mal melden. Weil ich glaube, die fliegen auch irgendwie Missionen zusammen. Ich nehme an, dass das dann irgendwie bei FATSIM oder irgendwo passiert. Ich habe das mal vor 10 Jahren gemacht. Mit einer virtuellen Luftrettungsgemeinschaft, die hieß Icaro, glaube ich. Aber das ist dann leider irgendwie so ein bisschen für mich zumindest im Sande verlaufen, weil der FSX eingestellt wurde und das hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen. Ich weiß, es gibt viele, die fliegen immer noch, aber ich fand das doof und dass das ACES-Team gefeuert wurde und alles und naja. Ich hatte dann eine ganze Zeit lang Pause gemacht mit Flugsimulation. Wir nehmen einfach mal an, wir haben hier einen Patienten. Und können hier man sieht hier das ist das ein Luftbild oder ein Satellitenfoto, was die Szenerie verwendet und da hat er das Flugzeug einfach unten nochmal drauf gesetzt. Flughafen Braunschweig, ich fliege immer ein bisschen ab. Muss jetzt nicht, wir landen einfach auf dem Vorfeld. Für eine Freeware-Szenerie ganz in Ordnung. Ist auch schon ein bisschen älter. Hier ist ja auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, DLR. Das Hauptgebäude. Nehmen wir mal einfach an, hier ist auch unser Patient. Dann lande ich mal hier. Müsste man eigentlich Maschine ausmachen und ein bisschen Zeit verstreichen lassen, bis der Einsatz abgeschlossen ist und der Notarzt alles geklärt hat, Patient drin. Okay, weiter geht's. Wir sollen ein bisschen umgucken hier. Ist ja kein echter Einsatz. Hier sieht also vielleicht mittlerweile ein bisschen anders aus. Das Gebäude da so stimmt, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall da hinten der Hangar von der DLR. Wurde ja auch die Landebahn verlängert, damit hier die automatischen Landeverfahren geübt werden können oder ausprobiert werden können. Irgendwas forschen die hier. Da ist das ganze Gelände von der DLR. Ich war da mal am Tag der offenen Tür. Großer Standort auf jeden Fall. Außerdem natürlich in Braunschweig auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Da weiß ich allerdings nicht genau, wo die ist. Hier ist der Parkplatz vom Flughafen, da wird jetzt auch gerade noch ein Parkhaus gebaut. Ist natürlich ein kleiner Provinzflughafen, der hauptsächlich von VW benutzt wird. Und zur Forschung. Ah, Treibstofftanks. Hier ist noch die Kartbahn. Ist auch mit einer Serie auf jeden Fall mit drin. Da hinten. Ja, hier rechts raus ist Waggum Richtung Norden. Jetzt fliegen wir hier die A2 lang. Unfallschwerpunkt. Und ich fliege mal dann
einfach die A2 ab Richtung Autobahnkreuz Nord. Gucken wir uns noch ein bisschen was von Braunschweig an. Hier geht es jetzt auf die Tangente, die Stadtautobahn. A391. Da hinten Ikea. Das ist hier so ein bisschen der Speckgürtel. Großes Gewerbegebiet. Das Eintrachtstadion ist leider nicht so schön, da ist nur eine Tribüne. Ist schon ein bisschen größer. Ansonsten ist die Szenerie ganz gut. Finde ich. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass man nichts für bezahlt hat. Also sollte man auch nichts erwarten. So, ich fliege mal gleich ein bisschen direkte Mente. Alper See. Da hinten das Heizkraftwerk wieder. Ja, also wer Interesse hat an Szenerie bauen oder auch Missionen bauen. Ich denke mal, diese virtuelle Luftrettungs-Community, die wird sich freuen. Und ich mich auch. Gerade jetzt so den Bereich Christoph 30, also sprich, da fehlt eine Szenerie für das Städtische Klinikum Braunschweig, da fehlt eine Szenerie für die MH Hannover, mit Helipads zumindest. Und also da kann man noch eine Menge machen. Es ist natürlich, je nachdem wie detailliert man das machen will, auch recht aufwendig und man muss dann immer die Texturen und Fotos haben. Aber eventuell könnte ich dir auch aushelfen. Hier ist die Roggenmühle Braunschweig, Industriedenkmal. Da sind heute Restaurants und Büros drin. Da hinten ist noch ein Baumarkt dahinter und die Tankstelle. Ja, da hinten ziehen wir direkt drauf zu, die NordLB. Und jetzt können wir uns mal von vorne angucken, Galeria Kaufhof. Technische Universität. Haben wir jetzt, da hinten ist das Gelände von der Technischen Universität ganz... ist ein bisschen weg jetzt. Fliegt auch schon wieder in eine ganz andere Richtung. Aber da ist auch nicht viel gemacht am... Zwei, drei Gebäude von der Uni sind da. Ich fliege einfach nur eine kleine Schleife. Ist gar nicht. Das müsste die Altstadtkirche sein hier. Wie heißt sie? Komme ich gerade nicht auf den Namen. Was ist der Altstadtmarkt? Das ist hier. Naja, es ist nicht ganz so richtig. Hier Galeria Kaufhof, da wäre das Schloss. In der normalen Szenerie ist das noch nicht angekommen, dass das mittlerweile alles bebaut ist. Hier war nämlich mal der Schlosspark. Aber da wurde jetzt von der ECE wieder ein Einkaufszentrum gebaut. Mit der Fassade vom Schloss. Und hier dem Schlosskarree. Naja. Staatstheater ist auch nicht so richtig drin. Nur ein Stockwerk oder zwei. Eigentlich auch ein sehr schönes Gebäude. Ja. Naja.
Da hinten dieses Gebäude, wo die Texturfehler sind, ist der sogenannte Affenfelsen, das Studentenwohnheim. Und das sind jetzt alles von der Technischen Universität, die Hochhäuser. Und hier ist also alles Campusgelände. Wo man jetzt die Uni. Ja, da fehlt eigentlich eine ganze Menge hier. Das dürfte die Mensa sein. Wo ich jetzt direkt drauf zugucke. Und Parkplatz dazu. Und da ist das Audimax. Und der Altbau von der Universität. Das wäre jetzt hier das Haus der Wissenschaft eigentlich. Da wird auch gerade nochmal neu gebaut. Und außerdem wird hier auch am Ringrad viel gebaut. Und da hinten ist die Informatik. Ja. Jetzt haben wir doch noch einen kleinen Rundflug über Braunschweig gemacht. Ich fliege mal jetzt hier am Ring lang. Aber ich freue mich, das ist eigentlich schon ganz okay für so ein bisschen Christoph 30 fliegen in Braunschweig. Man kann sich auf jeden Fall gut orientieren. Ich fliege mal jetzt nochmal zum städtischen Krankenhaus, dass man das mal sieht. Das ist nämlich von, ich glaube, von der Szenerie von Sam Heaven über die OSM-Gebäude einigermaßen gut drin. Hier geht es jetzt, die Straße hier über die Gleise, die geht eigentlich unter den Gleisen lang. Das sind Brücken normalerweise. Und das ist die Salzdahlemer Straße, die geht jetzt hier raus. Und dann ist hier das städtische Krankenhaus. Da kann man mittlerweile auch, da ist auch viel gebaut worden. Das ist auch, sieht auch ein bisschen klein aus, die Gebäude. Aber man kann mittlerweile wohl auch auf dem Dach landen. Habe ich jetzt in der Doku gerade gesehen. Und früher war der Landeplatz bei der Psychologie. Das ist jetzt, da ist der Parkplatz. Da wäre die berufsbildende Schule. Und der alte Helikopterlandeplatz, den ich jetzt immer benutze, einfach, wenn ich mir so einen kleinen Einsatz vorstelle, ist halt hier zwischen den Gebäuden in der Schleife hier. Ist hier die Psychiatrie. Und da war früher, glaube ich, der Helilabplatz. Aber wie gesagt, mittlerweile auch auf dem Dach. Ich gehe jetzt mal nicht extra runter. Da lande ich jedenfalls immer, wenn ich hier so ein bisschen Einsatz rumfliege. So just for fun. So, dann geht's Richtung Süden. Ab zur Basis. Dann soll es das mal gewesen sein. Da hinten kommt schon die Autobahn. Der Hügel da, das dürfte die Asse sein. Da hinten raus ist der Elm. Das sind so die kleineren Futzelhügelchen hier in der Nähe. Und da am Horizont ist das Mittelgebirge der Harz. Schon zu sehen. Das ist natürlich auch ein Katzensprung. Hier ist jetzt Wolfenbüttel Nord die Abfahrt. Und dann geht es direkt zum Krankenhaus Wolfenbüttel mit der Station vom Christoph 30.
Wolfenbüttel habe ich mir jetzt nicht groß angeguckt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Besonderes gemacht ist. Wolfsburg war ich auch noch nicht richtig. Hannover und Magdeburg haben ihre eigenen Szenerien von Günter Kremp. Da ist auch wieder eigene Gebäude drin. Das ist ein ganz schöner Flickenteppich. Teilweise sind die auch nicht gerade gut in der Performance. Braunschweig geht zum Glück einigermaßen. Oh. Kommen Sie schnell runter. Na, runter kommen sie alle. Ich habe ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Versuchen wir auf dem Dolly zu landen. Naja, einigermaßen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn Interesse besteht, Bremse rein, fliege ich gerne nochmal mit den anderen Luftfahrtrettungszentren, die dabei sind bei der Rescue Library X. Es gibt auch verschiedene mit Einsätzen, also da sind dann kleine Einsatzorte nachgeahmt. Ich habe einige dabei. Naja. Also Helikopterfliegen ist eigentlich echt immer das Coolste, finde ich. Macht einfach tierisch Spaß, weil der Helikopter eben instabil in der Luft liegt und man immer was zu tun hat. Das ist eigentlich echt eine tolle Sache. Naja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.